Besonders ist für mich ja schon, wenn ich früh morgens hierher komme, die Ruhe in der Filiale. Man macht dann langsam das Licht an und dann kommen die ersten Kunden. In dem Augenblick kommt vielleicht auch wieder Ware, die wir gerade annehmen. Das sind für mich so Momente, die sind jeden Tag anders. Und jeden Tag passiert auch wieder was Neues. Für mich ist, wenn ich zu DM gehe, ist es eigentlich ein durch diese Weite. Und ich mag es einfach total gerne, weil ich mich hier irgendwie. Und ich fühle mich einfach wohl in dem Laden. Ach ja, super. Dankeschön. Bitte. 20 Minuten. Schönen Tag, Mensch. Ich verbringe länger Zeit hier, wenn ich mal abschalten will. Ja, manchmal ist es so. Ich kann ganz entspannt einkaufen. Ich muss mich nicht abhetzen. Kurz bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, hat mir eine Freundin erzählt, jetzt müsst ihr mir mal zeigen, wo ich dann später meine ganzen Babyklamotten und meine ganzen Kosmetika und was man nicht alles braucht für Kinder, wo ich das alles herbekomme, und hat mich zu DM geschleift. Seitdem ich Kinder habe, bin ich immer hier. Sind die sehr verschüchtert? Ja, Maxi. Jetzt. Obwohl wir. Also wir hatten auch mal einen Kunden, der hat Toilettenpapier reklamiert. Hat mir aber auch eine Tupperdose mitgebracht mit seinem benutzten Toilettenpapier, um dass ich auch sehe, dass es nicht reißfest ist. Das war sogar unser fünflagiges eigentlich. Er hat seine neue Rolle gekriegt, natürlich kostenlos, aber er war trotzdem noch zufrieden und er kam trotzdem immer wieder weiterhin einkaufen. Auch immer total viele süße Omis, die gern Schwätzchen gehalten haben, Plätzle mitgebracht haben, oder? Die ganz Ältere, die kommt ja heute noch, wo jetzt 93 Jahre alt ist. Mit ihrem Gehwächle. Jedes Mal, wenn ich die heute noch sehe, muss ich die in den Arm nehmen und muss sagen, ja. So schön, wie geht's Ihnen denn? Es reicht ja auch immer einen Geldbeutel hin, sagt, nimm's dir raus, ja, Mädle, genau. Mädle, nimm's dir raus, da ist eh nichts drin, guck mal nach. Payback-Punkte sammelst du, die haben wir. Ja. Ja. Die haben wir Payback-Punkte. Mein Vater, meine Schwester und ich sind die Mosel runtergeradelt von Trier nach Koblenz. Und dann gab es ziemlich bald auch einen Platten. Da sind wir dann einfach in die nächste DM-Filiale gefahren und da gab es dann Wasser. Ne? Und da konnte man das Loch im Schlauch finden und das wieder reparieren. Als dann die Regionalisierung angefangen hat, waren dann sehr viele Filialrundfahrten, wo mich auch dann öfters mal mitgenommen hat. Aber dadurch habe ich auch eine ganze Menge von Deutschland gesehen. Ich meine, dass wir diese Streifen an der Decke haben. Irgendwann davon können wir dann da vielleicht oben drüber. Dann am besten so rum, ne? Ja. Ja, noch ein bisschen wieder weiter links. Und jetzt ein bisschen höher noch. So? Ja, gut. Jetzt sind sie alle eingestellt, ne? Aber insgesamt kann man jetzt sehen, dass die Ware viel besser zum Vorschein kommt, ne? Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die uns wirklich unterscheiden vom Wettbewerb. Ne? Wenn Sie mal darauf achten, sind meistens Neonröhren. Und es gibt dieses gleichmäßige Licht überall. Mhm. Und bei uns sind es eben die Spots, die den Unterschied machen, ne? Kann man als Kunde so direkt nicht zuordnen, aber es wirkt einfach anders. Ne? Es wirkt einfach dramatischer und ansprechender. Es wirkt viel besser. Viel besser, ne? Ja. Ja, das ist der berühmte Ordner, in dem ich damals die Gedanken für das Konzept im Drogeriemarkt niedergeschrieben habe, das Unternehmen, in dem ich damals war. Das war halt in einer misslichen Situation und deswegen war meine Empfehlung, wir müssen das Geschäftsmodell ändern. Und dieser Ordner, der hat halt damals diese Gedanken gehabt. Leider waren meine Gedanken nicht so durchschlagend, dass die anwesenden Beiräte gesagt haben, jawohl, Herr Werner, das machen wir jetzt und wir unterstützen Sie. Hab dann gekündigt und hab dann 7 Monate später den ersten DM-Drogeriemarkt aufgemacht, nach den Ideen, die in dem Ordner schon verankert waren. Das war 1973. Ich habe einen Job gesucht und die Dame bei der Jobagentur sagte mir, da war einer. Sie weiß nicht so genau, was der eigentlich da machen möchte, aber gehen Sie doch einfach mal hin. Und am gleichen Tag bin ich dann noch in die Herrenstraße marschiert
Und Fritz Werner erzählte mir, ja, das Ganze hier soll ein Drogeriemarkt werden. Ja, ich könnte gleich morgen kommen. Wir müssen jetzt eher erstmal noch Fußboden neu verlegen und Tapete noch runter tun und Regale aufbauen. Sag ich, gut, okay, wann soll ich kommen? Ja, morgen um 9. So fing das alles an. Auf jeden Fall sind wir kurz vor der Öffnung fertig geworden mit allen Vorbereitungen. Und dann kamen gleich Kunden. Immer mehr, bis es lange Schlangen gab. Das war ein riesiges Erlebnis, weil es war ja nicht klar, akzeptieren das die Menschen. Es gab eine Anzeige und die Leute kamen und haben gekauft, wie wenn es ein paar Wochen später nichts mehr gab. Muss man dann schon schauen, dass man wieder neue Ware ranbekam. Also ich hatte schon großzügig eingekauft, aber das lief noch besser, als wir dachten. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir da so im kleinen Kapuff gesessen sind und das Bewerbungsgespräch geführt haben. Das war 1985. Das war eigentlich so der Beginn dieses Waschgangs, den ich so als Metapher ein bisschen mitgegeben habe. Seit dieser Zeit ist man infiziert und direkt mal nach meiner Ausbildung hat man mir schon die Verantwortung übertragen zum stellvertretenden Filialleiter. Und so hat da eigentlich eine Dynamik eingesetzt, die mich so bis zum heutigen Tage eigentlich, so durch das Unternehmen durchkatapultiert hat. Die Festplatten, die standen auf der Damentoilette. Wenn man heute IT bei DM sich vorstellt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das alles improvisiert war. Diese Festplatten, haben die eine Kapazität damals gehabt, die maximal 10% dessen beträgt, was sie heute beim handelsüblichen Laptop oder sowas haben würden. Ne? Und die belegten aber 3 Quadratmeter Stellfläche auf der Damentoilette. Ne? Das ist, das waren einfach ganz andere Zeiten. Ich fahre ja relativ lange am Tag. Ich fahre ja fast, wenn es gut geht, 2 Stunden, wenn es schlecht geht, auch mal 3 Stunden am Tag. Dann sagt jeder, ja, das ist so viel Zeit, die da verloren geht, viel Lebenszeit. Schäfer, alle Ernst? Wie war Ihre Sitzung? Ich glaube, dass es auch mir eine Chance gibt, auf dem Weg nach Hause auch die Dinge des Tages noch mal nachzureflektieren. Und dann, wenn ich zu Hause angekommen bin, ist der Tag für mich sozusagen, der Arbeitstag auch beendet. Und morgens bietet es mir die Chance, auf dem Weg hierher natürlich auch eine ganze Menge Dinge schon vorzubereiten für den Tag. Bis dann. Tschüssi. Also ich sitze seit 1985 am Empfang. Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss, morgen. Ja, ich liebe es. Also ich liebe es wirklich. Ich komme aus dem Hotelgewerbe und da ist immer irgendwie Betrieb. Und das ist auch das, was ich sehr am Empfang gemocht habe, dass immer eine gewisse Lebendigkeit da war. Guten Morgen. Also früher habe ich ja auch noch die ganze Telefonzentrale bedient am Empfang. 325 Mal DM-Drogeriemarkt. Schönen guten Tag, Augenblick, ich verbinde Sie weiter. DM-Drogeriemarkt, Isabel Öbelhör, guten Tag. Genau, das Ersatzteilformular finden Sie im Intranet. Ich glaube, DM zeichnet sich dadurch aus, dass es eben keine One-Man-Show ist, sondern dass es wirklich etwas ist, was durch die Vielfalt lebt. Und das kann nur gelingen, wenn möglichst viele Menschen sich einbringen wollen. Das sind die Momente, an denen ich auch Kraft schöpfe. Und diese intensiven Momente finden eigentlich meistens in der Gemeinschaft statt. Wann bist du nach Österreich? 78, müsste das gewesen sein. 76, 67. Ich habe dann Weihnachten 67 gesagt, dass ich wieder zurück möchte, weil wir 15 Filialen gehabt. 77, Entschuldigung. Ja, ich war ja ab dem Jahr 1961 hier in Konstanz, habe hier meine Lehre gemacht. Und im Jahr 1963 kam Herr Bauer von Österreich nach Konstanz, um hier zu arbeiten. Da er auch Ruderer war, kam er eines Tages hier durch den Durchgang
Jetzt kannst du erzählen. Das war dann der Start eigentlich einer Begegnung, die sich also offensichtlich sehr eingeprägt hat. Ich glaube, wir haben gemeinsam im Jahr 63 kein einziges Rennen verloren, oder? Ja. Und das ist natürlich ein Start für eine Freundschaft, die man natürlich nicht so schnell ausradieren kann. Ne? Waren damals beide 19 Jahre alt, ne? Gefühlt nun schon sehr alt, aber aus heutiger Sicht war man da noch sehr jung. Und das war sicherlich auch ein wesentlicher Baustein, wo wir uns dann wirklich auch damit befasst haben, beruflich eine Partnerschaft zu finden. War da ein fester Sockel des Vertrauens da, dass ich innerhalb kurzer Zeit, wo ich von Götz Werner eingeladen wurde, gesagt habe, ja, das mache ich jetzt. Ne? Götz Werner hatte insofern eine Schlüsselrolle oder hat eine Schlüsselrolle in meinem Leben, als er der erste und einzige Unternehmer zunächst war, bei dem ich spürte, dass er Vertrauen in die Ideen hat, also nicht unbedingt schon in das, was Alnatura geworden ist, sondern in die Frage, wie gestaltet man ein Unternehmen aus der Anthroposophie heraus? Und als ich dann bei Nestle aufgehört hatte und mit den ersten Alnatura-Märkten beginnen wollte, stellte sich heraus, dass es gar nicht genug Bioprodukte gab, um einen Laden zu füllen. Ich stand also sozusagen vor dem Aus. Und in dieser Situation war es dann ganz wesentlich und auch überlebenswichtig, dass sowohl der Herr Werner als auch der Herr Wolfgang Gutbellet von Tegut in einer denkwürdigen Sitzung in Fulda gesagt haben, ja, für uns könnte es interessant sein, das mal in unseren Läden auszuprobieren. Und in dieser Situation sozusagen, die eine Notlage war, ergab sich dann die schöne Chance, Alnatura-Produkte zu entwickeln, sie bei DM zu testen und zu einem etwas späteren Zeitpunkt den Laden in Mannheim zu starten. Also dieser Weg, den wir, wie gesagt, jetzt auch bald 30 Jahre gehen, das ist schon außergewöhnlich, weil es ist ein Partner, mit dem wir so eng wie mit keinem anderen zusammenarbeiten. Und wenn man Kooperation in der Form lebt, dann ist man außerordentlich erfolgreich. Eine Mitarbeiterin aus dem Kommunikationsbereich hat mich angerufen und gesagt, Mensch, Sina, hättest du nicht Lust, die heutigen DM-Taschen zu nähen? Ja, wir bräuchten halt so 2-3 Millionen Stück im Jahr. Und dann habe ich gesagt, du hast einen Dachschaden, spinnst du, und habe aufgelegt. Ich komme von 5 T-Shirts am Tag, vielleicht 10 T-Shirts am Tag und nicht 2 Millionen Taschen im Jahr. Dann kamen ein paar Tage, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe. Nach 4 Tagen war ich der Meinung, das mache ich. Weil ich kann sehr vielen Menschen eine sinnvolle Arbeit geben. Und dann ging's los. Dann kam der Herr Werner Junior und er hat eigentlich nichts gesehen, außer ein paar Quadratmeter nackigen Betonboden. Und dann hat er mich so angeguckt und hat mich gefragt, haben Sie das gekauft? Ich habe es nur gemietet. Ja, wie lang? Ja, 5 Jahre. Ja, aber Sie haben bestimmt die Option auf Verlängerung. Diese Langfristigkeit, die Herr Werner mir auch wiederum gespiegelt hat, gab mir Sicherheit, meinen Ladies auch das Versprechen zu geben, euch kriegen wir hier in Rente. Meine schlesische Großmutter, als honorische Preußin, als sie dann hörte, dass ich ein eigenes Unternehmen gegründet habe, hat sie mich natürlich dann bald gefragt, wie groß ist denn deine Gefolgschaft? Ja, das ist nicht so vielleicht. 100, 120 Kolleginnen und Kollegen. Ne? Und da hat sie gesagt, du sag mal Götz, tun die dich nicht alle beklauen? Habe ich dann aber zu ihr gesagt, du Großmutti, kannst dich darauf verlassen, einer ist besser wie der andere. Ne? Ja, also dass ich sage, es geht um die drei. Genau. Und es geht um den. So, aber wir haben jetzt insgesamt noch 5 Böden zu versorgen, ne? Ein großer Moment, der mich geprägt hat, war zum Zeitpunkt, als mich jemand gefragt hat, ob ich die Werbeabteilung übernehmen wollte. Da war der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht. Also, war ja eine Aufgabe, die ich davor nicht gemacht habe. So, jetzt sind Sie gefragt. Was soll jetzt also oben drüber? Was wir jetzt gerade überlegt hatten, dass man das komplett runtersetzt. Und dann ist es ja auch nicht dramatisch, wenn man die Leckerlis dann weiter oben. Genau. Und dann kam jemand und hat gesagt, das können Sie schon lernen. Was Sie brauchen, ist viel gesunder Menschenverstand. Und das traue ich Ihnen zu. Machen Sie es doch einfach mal. Also so auch den Moment zu erspüren, dass jemand anderes mehr Zutrauen in einen selber hat, als man selber hat. Das war auch ein sehr prägender Moment für mich. Super? Ja. Also, dann geht's genau. Ans Bauen. So muss das noch
drei Jahren aussehen? 20 müssen es sein. Also ich habe ja in der DDR auch die Drogistenausbildung gemacht und damals war es noch im drogistischen Lehrplan drin, dass man ein Herbarium anfertigt. Ein Herbarium ist eine Sammlung von getrockneten Pflanzen. Und hier die weißen Stellen, da könnte man halt drauf deuten, dass es vielleicht Schimmel ist. In der Anfangszeit als Berater für Aus- und Weiterbildung hatte ich sehr, sehr viele Erlebnisse, dass Lehrlinge nicht mal eine Kastanie unterscheiden konnten von der Linde. Und das waren so meine ersten Momente, wo ich gedacht habe, hier muss man eigentlich was machen. Und das ist was, was mich damals dazu veranlasst hat, auch dieses Herbariumsprojekt anzustoßen. Wir haben es dann auch ausgefeilt. Wir sammeln jetzt nicht nur Pflanzen, sondern wir verbinden das immer, welche Heilpflanzen haben wir gerade im Sortiment. Und also ich glaube schon, dass der eine oder andere davon profitiert. Es war vor 2-3 Jahren, da hatte Götz Werner im Rahmen einer Führungskräftetagung ausgeführt, dass aus seiner Sicht der Sinn von DM eben genau nicht ist, Zahnpasta zu verkaufen, sondern Sinn und Zweck eines Unternehmens ist immer für die Menschen da zu sein. Dass wir eine Biografie-Plattform, Gestaltungsplattform, Entwicklungsplattform für die Menschen sind. Und das Mittel dazu, das ist die Zahnpasta. Als ich das hörte, hat es bei mir eingeschlagen wie ein Blitz, weil ich eben viele Jahre es wirklich andersrum gesagt hätte. Es war mir sofort klar, dass es nur andersrum stimmt. Es war ein gutes Beispiel dafür, wie man viele Jahre eine falsche Haltung in sich rumträgt, ne, und die auch noch erzählt. Und man braucht irgend so einen Impuls von außen, damit man etwas eigentlich Naheliegendes als solches erkennt. Ich erinnere mich noch, da waren wir in Florenz und haben uns mit Michelangelo beschäftigt. Wir hatten einen Kunstprofessor, Professor Michael Bockemühl, der hat uns in vielen Dingen gut beraten und geführt und er hat sich natürlich was einfallen lassen. Da standen wir um so eine Pietà-Statue rum und er hat uns dann die Aufgabe gegeben, eine halbe Stunde diese Pietà anzuschauen. Und wir durften nicht reden. Und nach 10 Minuten ist es ihm dann zu dumm geworden, hat er gesagt, naja, ich habe nur gesagt, ihr dürft nicht reden. Aber bewegen dürft ihr euch schon. Und plötzlich haben wir dann erkannt, was für ein Unterschied es ist zwischen drumherumlaufen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dem auf einer Stelle draufstarrenden Beharren auf seinen Standpunkt. Und das war eine wesentliche Erkenntnis für uns. Wenn man heute in die Filialen kommt und dann ehemalige Lernlinge fragt, ja, Abenteuerkultur, das war das Wichtigste. Hey. Ja, weil sie plötzlich erlebt haben, wenn die dann ihr Theaterstück aufführen, was es heißt, sich auszudrücken. Mal auf der Bühne gestanden zu haben, mal einer Sache sich auszusetzen, die ich sonst vorher noch nie getan habe, mal einen Schritt zu tun über eine Grenze, die ich sonst normalerweise nicht gehen würde. Das ist eine Erfahrung, die in fast allen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Am Anfang waren wir halt alle noch ein bisschen verklemmt, sage ich jetzt mal. Und jetzt, wir sind halt alle viel mehr vertrauter miteinander und können halt viel besser miteinander umgehen und können die Sau rauslassen. Ein Extrembeispiel war, dass wir einen Sektenbeauftragten plötzlich vor der Tür hatten. Der stand bei mir im Büro und wollte wissen, was wir da mit den Jugendlichen treiben. Es war schon manchmal nicht ganz leicht und trotzdem spannend. Dann immer wieder in Gesprächen zu sehen, dass es dann doch gut funktioniert. Und noch spannender war es eigentlich, wenn im Blick auf die Jugendliche, wenn die Präsentation rum war, waren die sowas von stolz auf sich, was sie geschafft haben und was sie jetzt da für einen Applaus ernten. Ja, riesig. Und ich habe Paulinchen hinbekommen, was bei einer Generalprobe schief gegangen ist. Ja, meine Vialettung hat gesagt, sie hat geweint, als wir uns alle bedankt haben. Und ja, die fanden es ganz toll. Am liebsten würde ich es eigentlich nochmal machen. Ganz komisch.
TM hat im Jahr 2006 so eine Aktion begonnen. Also das nannte sich Zukunftsmusiker. Und da hat mein Sohn Erik kostenlose Musikstunden bekommen. Und als ich das Erik erzählt habe, war der also ganz und gar nicht begeistert. Also der war damals in der zweiten Klasse und das war ihm alles so ein bisschen suspekt. Und nach der ersten Stunde hat er gefragt, wann darf ich denn da wieder hin? Ja, und nach einem Jahr Unterricht hat dann der Lehrer vorgeschlagen, er könnte doch in so einem Jugendorchester mitspielen. Und seitdem so ist er ja Feuer und Flamme. Die haben da rundherum in der Gegend Auftritte. Fast jede Woche ist irgendwo ein anderer Anlass. Die Musik und das ganze Gefüge drumherum, da ist er so selbstbewusst geworden. Ja, er hat von nichts und niemand mehr Angst und zu viel Respekt. Also er ist total aufgeschlossen. Er ist ganz anders geworden, muss ich sagen. Das war ein totaler Zufall. Hätte ich dieses Gewinnspiel nicht mitgespielt, wäre das wahrscheinlich auch nie so weit gekommen. Wir haben ja im Team auch zwei Kolleginnen verloren durch Unfälle. Es war Mai, wo die Dani und ihre Tochter verunglückt sind. Ich habe bei der Brigitte die erste Rede geschrieben und gemeinsam mit der Heidi gehalten. Ganz genau. Und das brauchst du echt nicht. Nee. Und bei der Dani war es genauso. Ja. Aber da haben wir es ja dann nicht gehalten, weil einfach die Beerdigung so emotional war. Ja. War ja noch die Tochter unglaublich. Und ich glaube, ein Stück weit ist es dann auch da wieder heim. Man fängt an zu organisieren. Man guckt, wie man das Ganze irgendwie hinkriegt. Und wir haben uns ja eigentlich alle gegenseitig gedrückt. Weiß, wir haben Kerzen aufgestellt, die Kunden waren total entsetzt. Ja. Also es hat auch jeder verstanden, dass diese Atmosphäre von Freundlichkeit in dem Moment nicht in der Filiale gegeben war. Oder dieses Heiter, das war einfach in dem Moment weg. Aber da haben die Kunden das auch komplett verstanden. Haben sie verstanden, ja. Weil die haben ja die Dani auch gekannt. Oder? Ich glaube, das ist wirklich der große Wert. Dass wir nicht einfach miteinander arbeiten, sondern einander verbunden sind. Also der M-Core ist zustande gekommen zum 35-jährigen Jubiläum. Zunächst mal als einmalige Idee, haben Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, wer macht mit? Und dann hatten sie so Spaß gemacht. Mittlerweile sind wir über 30 und jetzt proben wir ständig für Weihnachtsfeiern, wir proben für irgendwelche Events und jetzt steht dann das 40-jährige Jubiläum an. Besonderes Geschenk hat uns Götz Werner gemacht damals. Er hat gesagt, wenn ihr weitermacht, dann kriegt ihr den Flügel von uns, von mir geschenkt. Sein Privatflügel steht jetzt hier bei uns im Chorraum und wir dürfen den benutzen. Das ist ein Geschenk von Götz Werner persönlich. Das Interessante war dabei, wie das die anderen aufgenommen haben. Wie da eine langjährige Mitarbeiterin dann gesagt hat, Herr Werner, Sie können doch nicht hier ausziehen, ne? Dann sind Sie ja gar nicht mehr da, ne? Also ich meine, eine Gemeinschaft orientiert sich auch an Zeichen, die gesetzt werden, ne? In meinem Fall war das, dass ich halt gesagt habe, so jetzt habe ich die Verantwortung an Herrn Harsch weitergegeben und jetzt bin ich da auch nicht mehr. Ich glaube, das Wesentliche von Götz Werner ist, dass er eben Menschen auf dem Weg dahin begleitet hat, dass sie eigenverantwortlich ihre Aufgabe ergreifen können. Und daher ganz, ganz viele Menschen im Unternehmen sind, die diese Kultur in sich tragen und die damit helfen, diese Kultur weiterzuentwickeln.
Es wird immer mehr Anspruch an uns sein, an diejenigen, die letztendlich diese Kultur auch mitgeprägt haben, die da auch durch die Höhen und Tiefen gegangen sind, eben das zu vermitteln. Ja. Also dass es eben nicht bei einer Metapher bleibt, oder also dass es jetzt nicht irgendwie nur ein Bild ist, was irgendwann mal hingehängt wird, wenn jetzt hoher Besuch kommt. Aber wir haben mal irgendwie unsere Unternehmensphilosophie da hingehängt, sondern dass es eben gelebt wird. Die ständige Herausforderung für ein Unternehmen besteht darin, sich immer wieder zu fragen, was ist sozusagen alt, was muss verändert werden, wo müssen wir uns neu aufstellen. Wenn man immer davon ausgeht, dass jeder Mensch was leisten will, dass jeder Mensch sich einbringen will, dass jeder Mensch gestalten will, wenn man mit diesem Menschenbild auf andere zugeht, dann merkt man plötzlich, dass sich was verändert. Die Tatsache, dass heute die Menschen uns Vertrauen schenken, heißt nicht, dass sie uns auch morgen Vertrauen schenken werden. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, dass der Erfolg von heute nicht das Ergebnis von heute ist, sondern das Ergebnis von gestern, dann kann man auch eine große Ehrfurcht vor diesem Erfolg bekommen.